Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sirja und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Purpur, die indigo-blaue Scheibe. Tausch mal das B mit ein SZ aus bei Scheibe und dann wisst ihr Bescheid. Ist mir offscreen beim Rendern aufgefallen, beziehungsweise bei Videobeschreibung. Ja, ne? The more you know, the more you know. Wir sind hier tatsächlich stehen geblieben, absoluter Cliffhanger. Hier ist nämlich unser Freund, der gute, wie hieß er noch gleich? Levi hieß der. So, und der Levi hat Drachen-Pokémon. Deswegen habe ich mein Team ein bisschen geändert. So ein bisschen anti-Drachen-mäßig gemacht. Hier Fee, Eisenkrieger. Anselm hat Wutanfall und hier auch noch einen Feen-Move. Also sieht eigentlich gut aus. Im letzten Part habe ich Stahltante herausgefordert, die Erin, die so ein bisschen spricht wie ein Roboter. Und mussten da durch Tore fliegen. Wir haben quasi Superman 64 gespielt. Das war vielleicht ein Spaß. Das war wirklich ein cooles Minispiel. Haben auch schon alle Strecken absolviert. Und ja, so wieder stehen geblieben. Letzte Challenge. Absoluter Cliffhanger. Ich bin gespannt, wie das tatsächlich danach weitergeht. Also, mit Jo und so. Das wird wirklich nur interessant. Sorry, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Eben noch einen Energy Drink getrunken. Und das heißt ja die indigo-blaue Scheibe. Wir wissen noch gar nichts von der indigo-blauen Scheibe. Was ist das? Und wie hängt das jetzt alles zusammen mit dieser Teilkristallisierung und. Wir wissen noch nichts. Das macht mir irgendwie Sorgen. Not gonna lie. Okay. Willkommen auf dem Polarplatz. Wir sind das Team von Levi und der Top 4. Ah, du musst Jessie sein. Du musst hier, um dich der Blaubeerliga zu stellen, oder? Die Teilnehmergebühr ist wieder 50 BP. Ja, abzocken ist hier eine Tagesordnung. Wenn ihr Erin zuerst mal und die Challenges macht, also die Strecken absolviert, dann habt ihr genug BP für alle zusammen. Weil Profistrecke sind 200, fortgeschrittene Strecke 100 und Normalstrecke 50. Brauchen insgesamt 200 BP, um alle Challenges machen zu können. Und da hat man ja 350. Just saying. Momentchen, nicht so schnell. Sie darf umsonst mitmachen, ja. Bist du dir sicher, Levi? Das widerspricht aber den Regeln. Nur diese Regeln. Ich sag's so immer. Anarchy. Keine Regierung. Das sag ich. Keine Regeln. Machen, was du willst, Digga. Dann übernehme ich eben die Gebühren. Besser? Ach so, es geht um die Gebühren. Oh, okay. Dann bietet Levi sich auch als erstes hier an, weil es halt gar nichts kostet. Na, aber... Na gut, ich meine Ausnahme. Danke, hast du es gut bei mir. Yo, zukünftiger Shen. Komm, wir gehen zum Kampfplatz. Battle Plaza. Ach, der will direkt fighten. Wow. Hä, der ist der Erste, der kein Challenge will? Zieh diesen heftigen Kampfplatz rein, Girl. Okay. Ach, die sind nicht viel anders als die anderen Kampfplätze. Tetris-Blöcke all over the place. Aber ein bisschen cold. Ich mag so eisiges Wetter ziemlich übel für jemanden, der auf Drachen-Pokémon spezialisiert ist, wa? Tja, so bin ich eben. Unberechenbar. Am Ende hat er Kyurem. Eisdrache. Dann bin ich raus, Leute. Dann bin ich raus. Und du bist wegen meiner Top-4-Challenge hier und nicht... Um einen scheiß Gelaber anzuhören, ne? Ja. Bei meiner Top-4-Challenge dreht sich alles so exklusiv Kuppelkämpfe. Was? Die Regeln sind super easy. Chill deine Bates. Komm runter, ja? Wenn du gegen meine drei Buddies aus der Liga AG gewinnst, ja, dann hast du bestanden. Finito. Aber kannst dich jedes x-beliebige Pokémon einsetzen. Ja, damit habe ich gerechnet. Habe ich so keinen Bock drauf. Ja, es soll nicht Pappenstielchen hier, nicht... Hä, das spricht voll gegen ihn. Er sagt so immer, ja, mach was du willst, frei sein, Energie. Und jetzt, ja, darf's nicht. Plötzlich doch Regeln. Nur wilde Pokémon, die du in der Terrakuppel gefangen hast, sind erlaubt. Okay, das ist richtig scheiße. Wow. Okay. Wie viele Sonderbonbons habe ich?
Außerdem musst du selbst gefangen haben. Wenn du ein Pokémon-Team hast, die diese Anforderungen nicht erfüllen, gibt's auch keinen Challenge für dich. Jo, ich weiß, dass solche Regeln scheiße sind, aber wäre auch lame. Sei einfach mit deinen überleveln Pokémon. Ja, gut, ne? Oh, hey, deine Gegner müssen dieselben Regeln befolgen. Klingt fair? Nein, klingt nicht fair. Also, Girl, willst du dich meine Top 4 Challenge stellen? Nee, du, oder nicht? Boah, du elendiger, netter Mensch. Okay, das ist definitiv am schwersten. Gut. Pack ich das Team jetzt erstmal hier rein? Das ist natürlich richtig mies. Kein Koraidon. Gut, die habe ich sowieso gerade nicht drin. Nichts. Ich habe hier schon Pokémon gefallen, aber die habe ich halt nicht gelevelt. So jetzt den Toxaun zu nehmen oder was? Wollt ihr mich verarschen oder was? Porygon Level 69. Gut, du kommst auf jeden Fall mit. Freludon ist gut. Tja. Nehmen wir das Beste, was wir kriegen können, ne? Oh, der Toxo. Na gut. Besser als nichts. Was habe ich für ein scheiß Team jetzt? Es ist nicht witzig, wirklich nicht. Ja, was hatte ich denn sonst so hier gefangen? Ich war doch in den ersten Parts, wo wir hier waren, so richtig fleißig. Hier, Tukanon zum Beispiel. Nehmen wir noch das Alola-Kokwai, können wir noch das Slimeok nehmen. Ja, klasse Team, ich kann kotzen. Was ist das für ein Team? Gut, du meinst, ich kann nicht overleveln? Da haben wir noch nicht das letzte Wort drüber gesprochen. Da haben wir noch nicht das letzte Wort drüber gesprochen. Ich hoffe, der sagt nicht, fordere mich auch mit deinen hier gefangenen Pokémon raus. Oh, scheiße, sind die underleveled. Gut, machen wir alle auf Level 76. Das bringt ja gar nichts. Das bringt ja gar nichts, Leute. Ich kann kotzen. Das ist wirklich nicht gut. Boah, was? Das für ein overpowerter Move. Okay. Na komm, gib die Sonderbäulchen, Sir. Ja, ich bin nicht begeistert. Ihr merkt's, ne? Meine Euphorie, die plötzlich weg ist. Ups, habe ich so 1 zu 4 gegeben. Naja. Hat er sich verdient. Mache ich doch alle auf 77, naja. Das war meine Sonderbonbons übrigens, ne? Ich weiß nicht mehr, was die können, ne? Sieht aber eigentlich ganz okay aus. Nee, dass du keine Drachenattacke hast. Nee, sorry. Da müssen wir was machen. Absorber. Spiel mal den denn. Angriff. Angriff runter, Spezialangriff hoch. Geile Wesen auch noch. Klasse. Gut, dann weiß ich, wie ich ihn spiele. Toxinkomprimator. Richtig arschig. Ich weiß.
Dann machen wir Toxinkomprimator. Da kenne ich ja nichts. Machen wir ihn so richtig eklig stallig, komm. Warum nicht? So, Bock auf eine Challenge? Ja. Also gut, willst du jetzt oder nicht? Sauber, geh mal auf Posten hier drei. Hallo, bin soweit. Kann's kaum erwarten. Es ist leicht, um eine Challenge zu haben, wenn du sie mit Verstand, mit deinem Mind angehst. Aber entspannt, ne? Wenn ich gleich in den Kampf stürzen willst, das krachen, Digga. Du kannst aber auch erst noch eine Runde durch die Kuppel drehen und Pokémon fangen. Macht's nicht besser. So oder so, bleib chillig und hab Spaß. Viel Erfolg allerseits. Jetzt haben die gleich Level 100, dann hat mich das Spiel so getrollt. Also eigentlich wäre es fair, wenn die 60er hätten. Aber ich gehe davon aus, dass sie auf meinem Level jetzt sind. Ich liebe graubraune Pokémon. Willst du gegen mich kämpfen? Ui, schön, dass ich dich nicht vergrault habe. Dann mal los. Jetzt bin ich echt gespannt, was die drauf haben. Boah, die Arena-Challenge, also... Ich habe halt fürs Let's Play viele verschiedene Pokémon gelevelt, sodass es nicht langweilig wird und dass ich viele verschiedene benutzen kann. Und jetzt kommen die mir an. Nee, darfst du nicht benutzen. Ich fühle mich halt verarscht. Oh, das ist nur ein Fossilien-Typ. Greifer lieber erstmal Ramaidon an, der hat schlechte Verteidigungswerte und Bolterus kriegt man sowieso nicht tot, wenn wir ehrlich sind. Lichtkanone müsste ausreichen. Level 68, fair enough. Ist okay. Machen wir Erdkräfte, wie gesagt, Ramaidon zuerst weg. Aber natürlich fängt er an. Nee, die Veldra fängt an. Geil. Richtig gut. Hauptsache Ramadan ist weg. Also T-Rex nicht erwünscht. Du Ludon, du als Luder. Ja gut, Beutus. Müssen wir nicht drüber reden, ne? Beutus wird nicht so leicht. Ach, der hat nur zwei. Habe ich mir umsonst Sorgen gemacht, ha? Hätte man auch mit ungelevelten guten Mons machen können. Ah, komm schon. Ich benutze Sonderbonbons sowieso sonst nicht. Weiß ja nie. Am Ende haben sie perfekte Wesen und dann gucke ich blöd aus Wäsche. Der Craig. Daniel Craig oder was? Deine Pokémon sind wie echte Juwelen. Nicht wirklich. Meine wahren Juwelen darf ich ja nicht benutzen. Was von den Typen? Das gehört zum Schluss. Ich setze denselben Pokémon-Typ wie die Streamerin Enigma rein. Der ich natürlich all mein Geld schon gespendet habe und Onlyfans und naja, kämpfen wir. Schere, Stein, Stromschlag, los geht's. Er hat nur Elektro-Pokémon, die alle nur zwei Pokémon haben, das ist echt geschenkt. Wobei meine Pokémon wurden nicht geheilt, oder? Ray! Ray! The Flying Scribble oder was? Oh, Sonic. Ja, da sind wir natürlich gut dran hier mit Erdkräfte. Gegen Magnezone habe ich natürlich nichts. Oh, ich mal Metallstoß. Thema Erdkräfte. Sollte Zebritz besiegen. Elitzebra, Vorstufe. Naja. Boom. Ja. Heli Beltra. Guter Job. Guter Job. Ja, Duraludon und Metallstoß hat natürlich nicht geklappt. Das Blöde ist, der hat Schwebe, ne? Ich krieg den nicht. Jetzt müssen wir uns irgendwas ausdenken, wie wir den besiegen. Ist halt alles nicht effektiv. Na egal. Wird schon irgendwie. Der hat halt Schwebe. Das ist das Problem. Na ja, was? Es ist aber nicht effektiv, Sissi. Warum machst du das? Was soll ich sonst mal ein Pokémon wechseln, I guess?
Wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, ja. Triplet. Ganz echte Wechselmer. Ja, to be honest, ich habe aber nichts gegen den. Ich habe nichts gegen den. Das ist eine Art Konter gegen mich. Also das Team ist richtig scheiße. Ihr seht es, kaum kommt ein Stahl-Pokémon, ist verkackt, wenn er Schwebe hat. Keine Xmarin, Terra-Kristallisierung könnte ich machen. Habe ich aber keine Lust drauf. Komm schon, mach ein Critical Lit, bitte. Du Aludon, los. Yes! Es hat so gereicht, obwohl es kein Critical Lit war. Fucking Zone. Das war ein elektrisierender Kampf. Ja. Kannst wieder in den Kamera beim Streamen zuschauen. Ein paar Omni-Fans. Bei mir hast du es mit einer eiskalten Trainerin zu tun. Bist du bereit, von mir zu erzittern? Hat die Türkei-Flagge auf dem Handschuh? Sieht so aus. Der Mond und das Rot. Interesting. Hoho, ein En Garde. Dann wollen wir mal. Zeig mal, was du drauf hast, Girl. Oh, Levi, ey, wie er die ganze Zeit zuschaut. Studiert doch schon unsere Techniken hier. Levi. Was ist das für ein Name? Okay, die hat Eis. Ja, und ich habe fast nur Drachen-Pokémon. Und die wurden natürlich nicht geheilt. Lichtkanone ist sehr effektiv gegen Eis. I mean. Ja. Oh no. Stimmt, der hat so hohe Spezialverteidigungswerte. Hab ich tatsächlich jetzt vergessen. Und es war doch nicht sehr effektiv. Tschüss, liebe Eldra. Kampf ist sehr effektiv und. Ich dachte Stahl auch. Hm. Wahrscheinlich hat er noch einen zweiten Typ. Ist nicht rein, das Eis-Pokémon. Okay, Eis. Schwäche, vierfach Schwäche, fuck you. Ich hasse alles gerade. Probieren wir es mit Tentoxa. Hat auch sehr hohe Spezialverteidigungswerte bedeutet. Kann der Eisattacken, die meisten speziell sind, gut resisten. Ja, schon mal ist dann da mal weg und ja. Vergiftet ist physisch. Bam! Boah, ist schwach, ey. Tentoxa ist halt eher eine Wall, anstatt ein Angreifer. Ist halt das Ding, ne? Eisstrahl ist nur normal effektiv, weil er auch den Stahltyp angehört. Zum Glück würde ich sagen, Hyper Hyper. Hyper, Hyper. Hm. Ja, wobei, der resistet das ja. Der ist ja Stahl. Sehr schön, gute Kombo. Habe ich mir jetzt aus dem Ärmel einfach ein gutes Team geholt oder was wollt ihr mir hier erzählen? Das ist schon witzig. Ja, gutes Team. Trotzdem hat funktioniert. Not bad. Alle SchülerInnen besiegt. Kein Wunder, dass Levi dich mag. Ja, dich mag er wahrscheinlich nicht. Kann ich verstehen. Wenn nur zwei Eis-Pokémon hat und das auch noch scheinbar sehr effektiv ist gegen Levis Team. Okay, lass mal zählen. Zählen mit Levi, Grundschule. 1, 2, 3, all the trois. Boah, ist alles schon besiegt. Boah, da muss man mal zur 4-Challenge offiziell beendet. Kann ich jetzt wieder mein richtiges Team nehmen, was ich mir richtig intelligent ausgearbeitet habe, weil du Drachen-Pokémon machst? Wir drei könnt also abdampfen und euch woanders hinziehen. Verpisst euch oder chillt einfach eure Base. Ciao. Gut gekämpft. Tschüssi. Ah, die drei sind so schön unkompliziert und gelassen. Richtig geil. Schneiß. Der jetzt sagt, möchtest du gegen mich kämpfen? Sag ich nein. Sag ich eiskalt nein. So, jetzt nichts wie ich dran. Sagt er das jetzt?
Dein Team ist doch dasselbe wie bei meiner Challenge. Ich würde es ja an deiner Stelle ändern, aber willst du dich in ein Verderben stürzen? Nehme ich nicht. Ja. Das ist nett. Also er gibt mir wenigstens die Chance und sagt, ey, ich glaube, damit wirst du keinen Blumentopf gewinnen gegen mich. Weil ich mir vorstellen könnte, dass ich gewinnen könnte. Aber der Türe, Pokémon und ja. Handvoll Gita wäre auch nicht schlecht, ne? War zu schlecht gelevelt. So, wo habe ich dich jetzt gelagert? Hi. Du fängst an? Fehlt doch irgendwer. Das Ursaluna fehlt. Blood Moon. Wo ist der? Where are you, my friend? Ah. Gotcha. Na gut, du hast hier aber nichts zu suchen. Dann geh wenigstens zu dieser Box, okay? Du Lüb. Soll ich vorher speichern? Habe ich Angst? Nein, ich habe absolut keine Angst. Let's go. Na, bereit für den Kampf, Girl? Um Leben und durch Spaß. Endlich, let's go. Macht einen auf the baby, let's go. Mal sehen, yo, hier ist geil. Dich so kampfbereit vor mir stehen zu sehen, ist schon krass, Digga. Wisst ihr, ich bin deinen Kämpfen immer nur Zuschauer. Jetzt stehe ich zuerst mal als Gegner dir gegenüber. Ich weiß, dass du es in der Blaubeerliga unbedingt an die Spitze schaffen musst, Girl. Das ist aber ein riesiges Problem. Aber ich kann dich nicht for free winnen lassen, das wäre ja richtig lame. Deswegen werde ich so richtig auf die Scheiße hauen. Egal, genug gelabert. Sei einfach du selbst, chill deine Base. Und kämpf, wie du es immer tust, also the best way possible. Ich werde mich nicht verstellen. Verlass dich drauf. Okay, dann legen wir mal los, Girl. Cool, mit Sonnenuntergang oder so. Lass uns diesen Kampf so richtig enjoyen. Jetzt bin ich mal gespannt. Drachen-Pokémon ist natürlich immer scary. Dracula, okay. Er macht einen auf Siegfried. Nee, du gibst dir nicht das Allerbeste, sonst kommen mir vor Enttäuschung auf die Tränen. Mach halt einen auf Siegfried, ne? Man kennt's. Dragoran muss weg, der ist viel zu gefährlich. Alles auf Dragoran, let's go. Erdbeben, ja. Nicht so toll. Hoffentlich überlebt der Eisenkrieger das, sonst haben wir ein Problem. Er hat's überlebt, sehr schön. Wah! Oh, eine sehr effektive Attacke, gibt nicht viele, das hinkriegen. Der Damage Output, der gefällt mir gar nicht. Scheiße. Und ich konnte es mir nicht aussuchen, dann muss die Bell drauf wenigstens weg. Oh, Dragoran sweept jetzt mein ganzes Team weg. Bitte keinen Drachentanz, bitte. Rückenwind, auch nicht gerade toll. Jetzt fangen die mal an. Okay, der ist der Stärkste, der ist... Gut, das hieß ja auch, der war vorher Champ. Cedra King, ja moin. Tja. Na, Tail Crystallize. Ich glaube, das erste Mal werde ich es jetzt machen. Den muss ich ernst nehmen. Ist das Fee? Ja, Tail Typ Fee, sehr gut. Der ist so ein krasser Gegner, dass ich sogar Terra kristallisiere. Respekt. Hat keiner bisher geschafft. Okay. Der lässt ja Siegfried sogar alt aussehen. Cedra King, Libeldra, Dragoran, the best of the best, der jetzt noch Duraludon hat. Ja, der echt alles. Orkan trifft natürlich nie. Grausamer Move. Eiskreise. Ist okay. Mondgewalt. Komm schon. Yes.
Mit der Teilkristallisierung. Ah, okay. Vielleicht lag es nicht an der Teilkristallisierung, es lag nur am Volltreffer. Boah, abgefahren! So das Glück ziehst du an! Digga, krass! Okay, Doc. Ah, für Seedraking reicht es, glaube ich, nicht. Ne. Hat der überhaupt eigentlich Schwäche? Der ist sau schnell, macht übelst viel Damage, hält verdammt viel aus. Gewaldro. Also mega Gewaldro war vom Typ Drache, das ist richtig. Was normale Gewaldro eigentlich nicht. Besiegen wir Seedraking. Hoffentlich. Der ist jetzt verwirrt, das ist nicht gut. Das können wir das ganze Game kosten. Gut, er hat auch eine Feenattacke. Halt keine Lust auf die Verwirrung, ne? Wutanfall hat halt immer dieses gewisse Drawback. Das Gute ist, die meisten Drachen greifen physisch an und der hat halt gute physische Verteidigungswert. Tot. Tot. Terra kristallisiert und tot. Hydro Pump, scheiße. Gut, dass es nicht getroffen hat. Das wäre ridiculous gewesen. Okay, du bist ein Pflanzen-Pokémon-Kumpel. Ich dachte eigentlich, dass er Terra kristallisiert und da ein Drache raus wird. Dann machen wir so. Drachenschrei. Was ist das für ein Move? Boostet Seedraking. Oh nee. Läuft auf Hochtouren. Was bedeutet das? Tot, tot, ne? Natürlich. Good News ist, jetzt kommt die Giftattacke. Die sollte beide ausnocken, tatsächlich. Was ein Team! Die hätte ich nicht geschafft mit meinem Billigteam da eben. Boah, ist der stark. Das ist der gefährlichste. Wir haben echt die mit der Feentante angefangen. Das war bei weitem nicht schlechteste. Was der für Pokémon hat. Das war echt geil. Endlich mal eine Challenge. 2 DLC ist echt gut. Hab ich nicht gedacht. Dass es so krass gut wird. Gut, der Stier. Ah, der Rückenwind ist weg. Das ist sehr gut. Okay, mal zurück zu Anselm. Verwenden Preemptive. Boah, Max Tax, was hast du für Pokémon? Du bist doch sick im Kopf. Ich verwende jetzt Preemptively den Wutanfall. Und fokussiere meine Power. Auf Max Axe. Weil Waldrus stirbt eh durchs Gift, würde ich sagen. Akrobatik. Zum Glück überlebt. Sehr schön. Psycho, Kainises, bitte. Anselm, mach. Wutanfall, bitte. Gut, Gift ist schon mal da. Boah, das wird echt knapp. Scheiße. Hat mit 1 überlebt. Das ist doch schon wieder ein Numor, oder nicht? Boah, hat er wirklich mit 1 überlebt? Ja, Numor, das kann es halt nicht aufstellen. Das ist so im Spiel. Mann, jetzt wäre es mal richtig spannend geworden. Ich habe halt keinen Kuraidon und so, weil ich dachte mir so, das wäre ein bisschen lame. Level 96. Wir haben nur Eisendorn, der überhaupt nichts bringt und... What? Da, die Entwicklung von Duraludon, das gibt's nicht. Briduradon, Level 80. Und nichts ist effektiv, ich könnte kotzen. Wie machen wir den kaputt? Das Blut des Drachen brodelt, seine Macht wird jeden in die Knie zwingen. Houston, wir haben ein Problem. Es riecht nach Toppeleber. Ich glaube, ich muss den Blood Moon Toppeleber geben oder so. Wegen Erdkräfte, aber wie soll ich den sonst wegkriegen hier? Spezialverteidigung sinkt, nice. Verteidigung steigt, ist in Ordnung. Wutanfall. Boah, tankt der viel, ne?
Gut, Anselmes Geschichte, mach ihn bitte weg. Bitte. Mach ihn weg. Ich puste mir die Hand und drehe ihn weg. Jetzt gibt's keinen Kommen mehr. Stromstrahl, bitte auf Anselm. Jetzt haben wir wirklich ein Problem. Absorbiert elektrische Energie. Spezialangriff steigt. Mehr nicht. Okay. Spezialangriff steigt. Boah, es wird richtig spannend, Leute. Mir fehlen die Worte. Oh, oh. Wasserpflanze, nicht gerade das Beste gegen Stahldrache. Not gonna lie. Yes! Es hat gereicht! We did it! Es hat sich mal wieder freut, einen Pokémon-Kampf zu gewinnen. In 2023, wo es immer heißt, all Pokémon-Spiele sind so leicht geworden. Der DLC kann was. Boah, der war echt krass. So habe ich mir das vorgestellt. Ich will nicht. Ich dachte, du wärst ein leichterer Gegner. Boah, wenn Jo nochmal gefährlicher ist. Zeit, Koraidon zurückzuholen. Das hat übelst viel Spaß gemacht, oder? Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dich in die Liga aufgenommen zu haben. Jetzt, wo du gegen mich gewonnen hast, müssen wir dich auch offiziell in die AG aufnehmen, ne? What you say? Meinetwegen. Gute Antwort. Du hast gleich ein Foto machen, das du für die Anmeldung benutzen kannst. Erinnerungsfoto. Peace. Okay. Die ganze Zielzeichen fehlt nur noch das hier. Peace, Herz. Hatten wir jetzt schon alles. Cool. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich muss dich ein bisschen zusammenreißen, sonst wird Haaren das stinkig. Ich werde wieder richtig pisst. Sie nimmt das mit dem Fuß ziemlich ernst, weißt du? Ja, da war noch was. Ach ja. Kriegst du ein CM von mir, weil du den Top 4 Mitglied besiegt hast und so. Die Formalien und so voll vergessen, einen einzupacken. Ja, bin gleich weg, ne? Was kriegen wir jetzt? Komische, cringy Drachenattacke da eben. Sorry to keep you waiting. I'm back. Das war's. Du hast die Top 4 der Blaubeerliga besiegt. Ja, her damit. Dafür kriegst du die versprochene Belohnung. Hier. Drachenschrei. Das anspornende Drachenbüll hebt die Moral aller Mitstreiter und erhöht die Volltrefferquoten. Mhm. Ganz gut mit Drachenklauen, ne? Den critten wir wahrscheinlich richtig oft. Okay. Das bisschen Staub stört dich nicht, oder? Was für ein Staub. Du hast dich in echt kürzester Zeit in der Blaubeerliga nach oben katapultiert. Bin mächtig beeindruckt. Jetzt musst du es auch bis zur Spitze durchziehen, oder, Girl? Nur weil der Blaubeer Top 4 besiegt hat, darf der aktuellen Champion herausfordern. Oh nein. Aber nicht mit meinen geschwächten Pokémon. Na endlich, ich warte schon ewig. Von dir hätte ich erwartet, dass du die Top 4 schneller besiegst, Jesse. Sag mal, Jo, bist du richtig versessen auf Jesse? Das sagt der Richtige. So fleißig, wie du sie unterstützt. Wir haben nur getan, was jeder gute Bro tun würde. Brofist und so. Von wegen. Ich hab keine Ahnung, was du vorhast. Aber damit ist jetzt eh Schluss. Jesse, lass uns ein für alle Mal herausfinden, wer von uns der Stärkste ist. Ja, aber nicht jetzt. Mit meinem geschwächten Team, du Arschgeige. Endlich ist so, ich bin voll excited auf den Kampf für Platz 1, Number 1. Kannst dich beim Empfang anmelden. Also dann spanne mich nicht länger auf den Folter, let's go. Oh shit.
Oh, shit. Das machen wir erst beim nächsten Mal. Das ist mir jetzt zu heftig. Da werden wir ein Part mit starten. Hallo? Cliffhanger Deluxe? Oh Gott, es kommt endlich zum Showdown mit Jo. Ich bin ein bisschen beängstigt. Not gonna lie. Gut, dann würde ich sagen, heilen wir die Pokémon. Und dann werden wir, sagt der jetzt sowas? Glückwunsch, dein Sieg über Levi von Top 4. War ein bisschen knapp, aber Sieg ist Sieg. Fair enough. Okay. Ja. Jetzt haben wir die Wahl. Also, ich könnte natürlich richtig hemmen gehen. Gegen Jo Miraidon auspacken. Ich könnte aber auch das aktuelle Team nehmen, was ich vorher hatte. Oder ich könnte es adjustieren und mehr um Koraidon rumspielen. Schwierig. That's the way to go. Weil Synergy hat mein Team nicht, das ist ja kein Geheimnis. Das nervt mich ein bisschen, dass es halt keine Synergy hat. Koraidon ist auch schlecht für Ugapon, weil er natürlich die Wasserfähigkeit schwächt. Aber ich gehe davon aus, dass der richtig overlevelt Pokémon hat. Was wiederum dazu führt, dass wir einfach gezwungen sind, die hier zu nutzen. Der Eisenfighter ist Level 91. Ja, die sind wahrscheinlich zu schwach für Jo. Ich weiß auch nicht. Die ganze Zeit wird die Story so aufgebaut, dass man denkt, ja, der ist unbesiegbar. Ich weiß auch nicht, was mich erwartet. Mew wäre noch eine Idee. Flipper ist richtig gut. Und natürlich die Level 100er Pokémon hätten wir auch noch. Ich würde sagen, wir belassen es bei diesem Team. Dieses Team, das DLC-2-Team. Dabei belassen wir es. Bonino war auch ziemlich cool. Sehr starkes Pokémon. Tja. Angst in einem Pokémon-Spiel, Leute. Lange nicht mehr gehabt, ha? Zu dem Miraidon und sagen wohl nichts. Wisst ihr, wie das zustande kommt? Ja, hier. Ganz ehrlich, ich glaube, die beiden sind sowieso zu schwach. Ich glaube, selbst Mautz ist zu schwach. Die hier sind da. Also, Famieps ist richtig Bastard. Also, mit Famieps wäre es wahrscheinlich richtig geschenkt. Weil Mäuseplage ist halt so overpowered. Das ist nicht mehr lustig. Ja, und Bao Jian wäre halt richtig gut auch. Also, wenn ich richtig hemmen wollen würde, würde ich halt ein Team um Koraidon oder Miraidon machen und oder die beiden mitnehmen. Tricky Dicky. Wie gesagt, ich probiere es mit dem Team, wenn es nichts wird. Kann ich es halt immer nur probieren. Pokémon-Trainer Rot, was war sein stärkstes Pokémon? Bei Let's Go Evoli Level 96, naja, gut. So ungefähr auf unseren Level. Ja, am Ende Level 100er Pokémon. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich meine, ich habe die auch, aber weiß man halt vorher nicht, ne, wie stark der ist. Gut. Ich meine, was machen wir jetzt für den Rest des Parts? Ein paar Missionen machen? Stell eine TM wieder her? Nee. Nee. Ja, das sieht gut aus. Autokampf. Küstenareal. Oh. Ach, mit dem. Die haben wir noch gar nicht gekämpft. Lass Levi in Ruhe. Levi hat schon lange verloren, Kumpel. Tja, wie machen wir das? Ich will ja mit Ugapon anfangen, um ihn zu triggern. Den guten Jo. Nerd. Du willst Levi rauszurren? Ich werde dafür sorgen, dass er seine Zeit nicht mit jemandem wie dir verschwenden muss.
Hast du Internet Explorer oder so? Bist nicht mehr so ganz up to date, kann das sein? 7 Millionen. Agat! Hä? Der hat die gleiche Pokémon wie die Tante da eben. Genau die gleichen. So ein Quatsch. Nerd. Holzgeweih. Sehr effektiv. Was ist das? Und Psychokinese auf Hugo. Oh, fuck you. Kann man so viel Pech haben. Oh, nee. Ja, gut. GG. Also Schutzschild ist das Einzige, was du an Doppelkämpfen hast. Das war schon immer so und wird es ja auch nie ändern. Gut. Ich bleib dabei. Werd weiter auf Jugend gehen. Damit er sich nicht nochmal schützt. Vergiftet. Ich hätte jetzt auch 4 Pokémon. Wenn ich hier schon struggle, brauche ich Yoga nicht herausfallen. Ne? That's for sure. Aber Jo war so scheiße in Gitterkram. Die hat so schlecht Pokémon gehabt. Was sollen die jetzt haben? Jetzt kommt er mit Rayquaza und allen Scheiß um Eck. Pass mal auf. Das kann ja nicht sein. Rayquaza, Kyogre, Lugia, Darkrai, das wär's jetzt, ne? Mewtwo. Das wär's jetzt, wirklich. Was ein damaliger Schutzschild, so ein Scheiß. Finde ich nicht okay, sowas. Hauptsache Oderpon besiegt das Lapras? Natürlich nicht. Die Defense-Werte eines Lapras sind absolut insane. Friertrockner. Ja, und Schussmann, vierfach Schwäche. Hat aber überlebt. Krass. Teilt sich? Warum heilt er sich jetzt Überreste oder was? Ja, wahrscheinlich. So, nochmal Psychokinese, bitte. Pfiu, der Psychokinese schlägt zurück. Pff, hat gar keinen Schaden. Legit gar keinen Schaden. Oh, was ein nerviges Eisteam. Kotzt mich an, der Typ. Sein Schutzschild-Gespamme. Das jetzt macht Lapras-Schutzschild. Für maximalen Nerver. Ist okay. Seid ihr gegönnt, dieser eine kleine Sieg. Die Kameraperspektive kotzt mich so an, ne? Ja, er ist gut, aber Erdbeben tötet halt auch Pippotron. Lassen wir es bei Erdkräfte. Die haben hier alle Eis-Pokémon, außer der Levi, der hat halt Drachen gehabt. Das ist irgendwie lustig. Ja, Eis-Pokémon, Landschuhen, das Eis-Pokémon, jeder kennt das. Epic Fail. Hat auch eine richtig krasse Verteidigung im speziellen Bereich. Ja, selbst der Volltreffer reicht da nicht aus. Aber Gift. Very nice. Also no front, ne? Die Zitrobea wird hier auch nicht retten. Ganz ehrlich. Donnerwelle. Die Nerven, die Nerven. Komm. Hast dann Dame jetzt endlich mal baden gehen? Danke. Sandama! Herr Landholen ist ja eh eine spezielle Wall. Der wird uns jetzt wohl nicht gefährlich werden, oder? Donnerblitz? Ja. Der Schaden ist gefühlt gegen Null. Das habe ich mir schon gedacht. Weil Landschuhen ist jetzt nicht für einen hohen Damage-Output bekannt. Sehr schön. Oh, Level 95 Blood Moon. Wer nix wird, wird, wird. Na, jo. Okay, kannst ihn herausfordern. Habe ich schon gemacht, du Internet Explorer-User. Du, diese Tetris-Blöcke, das ist so random. Aber okay. Bisschen weird ist das halt, ne? Glückwunsch! Tja, erkunden wir noch ein bisschen das Eisgebiet. Hashtag Partstreckung. Ja, ich will halt jetzt nicht diesen
Wie willst du einen Story-Arc machen? Allein schon für die Partbenennung. Der ultimative Showdown gegen Jo. Gegen Light Yagami. So muss der Part oder so heißen. Kann ich ja jetzt nicht hier eine Eispart machen? Das wäre irgendwie weird. Alola Dekta? Was sagen denn die Quests? Autokampf. Ja. Okay. Kann auch noch ein paar Quests machen, aber die geben so wenig Punkte. Ich das mit diesem Flugminispielvergleich ist das halt ein bisschen demotivierend. Wirklich. Beim Flugminispiel gibt es so viel mehr Punkte. Aber wird sich eh irgendwie herauskristallisieren. Herausterrakristallisieren. Verdammt. Was eben halt der beste Weg ist, um diese komischen BP zu farmen. BP, ey, muss ich mal im Paper mal denken. Überrumpeln Pokémon, indem du es vorhin angreifst. How about no? Ich weiß immer noch nicht, wie das gehen soll. Schneeball. Was kann ich denn damit machen? Ey, man könnte meinen, der Entwickler oder die Entwicklerin oder beides, sag logischerweise. Die haben irgendwie einen Tetris-Fetisch. Was ist hier los? Mit den Tetris-Blöcken. Top-Genesung. Zweimal, nicht schlecht. Was sind das hier für Brunnen? Wenn es ein Waschbecken ist im Eisgebiet, ich weiß nicht, ob da Wasser rauskommt. Ich denke eher nicht. Hier im Polarareal leben Pokémon, die gut mit Kälte umgehen können. Eis-Pokémon fühlen sich hier besonders wohl. Schön mit Voice Crack. So muss das. 1200 Grad. Oh, es tut wirklich gut. Ey, wie die Magmas hier missbraucht werden und umfunktioniert werden. Nicht cool. Ja, meine Zähne klappern. Mann, ist das kalt. Ja, mit der rieche ich nicht. Die wird nur wieder sagen, ja, hast du nicht genug besiegt. Du bist faul. Dann lass es halt. Dann kriegst du halt nichts. Aber ich glaube, wir können jetzt hier schnell reisen. Was natürlich cool ist für die Erkundung später. Ja. Sehr schön. Oh nee, das ist noch so eine Competitive-Trainerin. Na gut. Show me what you've got. Mein Traum ist es, in die Blaubeertopf hier aufzusteigen. Deshalb müssen wir jetzt kämpfen. Ja, dann zeig mal, ob du überhaupt das Zeug dazu hast. Fleur. Cooler Name. Heißt Blume auf Französisch. Magnesau, ne? Gegen die habe ich echt nichts. Das ist mein Nemesis. Aber Wildkraft-Koloss. Never mind. Ups, wäre doch was. Oh, na gut. Lichtschild schwächt nicht Kraftkoloss ab. Das sind die guten Neuigkeiten. Aber Nerven tut's trotzdem. Du. Oh, diese Fähigkeit, Giftkette, ne? Die ist so broken. Da wird Jo sich noch umgucken, ey. Stimmt, diese Helden-Pokémon habe ich ihm ja quasi auch weggenommen. Oh, ich hab sein Leben zerstört, basically. Ja, Magnesaun. Wenn man nicht unbedingt mit Bodenattacken angreifen möchte, sehr fragil. Sehr fragil. Spüre die Macht meines Gifts. Okay, das steht wie so ein T-Pose. Oh nee, nicht Scherox. Erste Scherox-Regel. Scherox fängt immer an, weil Patronen lieb. Tja. Kraftkoloss wird wahrscheinlich nicht ausreichen, weil normal effektiv. Stahlkäfer. Käfer neutralisiert das wieder. Aber hey. Psyaugon ist immerhin schon mal Geschichte. Auge um Auge, Psyaugon um Psyaugon. Hälfte. Ansprengen. Wie die ungezähmten Hunde. Eigentlich Kampfterrier, die springen dich auch an. Wie, die hat nur drei Pokémon. Ich dachte, das wäre jetzt so ein starker Trainer.
Von wegen. Sie wird schwache Trainer. Gar nichts. Er hat ein Lichtschild aufgestellt, schön. Aber es gewinnt ihr nicht das Spiel. Und tschüss, Mann. So weird zu sehen, dass Cherox nicht anfängt. Normalerweise Patroni, 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 Patroni. Sehr weird. Nein! Aufsteigen wollte ich. Aufsteigen, nicht absteigen. Zurück in die dritte Liga mit dir. Zurück auf den billigen Platz. Wenn mein Traum irgendwann wahr geworden ist und ich zu den Top 4 gehöre, baue ich aus den Blöcken des Platzes ein Schloss. Alter, mit euren Tetris-Fetisch. Oh, Lapras. Oh, Lapras ist so ein cooles Pokémon. Hat auch bis heute noch keine Entwicklung, ne? So ein cooles Pokémon. Gut, gibt's hier so was Cooles, was erkundenswert ist? Fange ein Pokémon vom Typ Psycho. Das können wir gerade mal machen, ne? Das kriegen wir hin. Nämlich dich. Fangen wir den mal. Ich hätte lieber Zyto Mega, aber Mono Zyto. Schau, okay. Ne? Man nimmt, was man kriegen kann. Sagen wir es mal so. Monozyto ist im Ball. Monozyto hat das Zellen-Pokémon. Es wehrt Angreifer ab, indem es Psychokräfte freisetzt. Mit Artgenossen kommuniziert es telepathisch. Das hätte ich auch gerne. Dass man so innig ist in einer Beziehung oder so. Dass man einfach telepathisch kommuniziert. Kannst du die Zunge abschneiden. Kannst immer noch kommunizieren. Wie cool ist das denn, Leute? Kann ich mir endlich meine Zunge abschneiden. Fotografieren fliegendes wildes Pokémon. Sehr speziell. Pokémon wäre eine Idee, ne? Jetzt hole ich ihn mir aber. Wenn ich ihn schon so sehe. Streng genommen fliegt er gerade auch, oder? Jetzt hole ich ihn mir. Wenn es nicht klappt, ihr wisst ja, was ich da mache, ne? Ich denke, das ist halt ein guter Kompromiss. Natürlich klappt es nicht, habe ich mir auch schon gedacht. Die Macht des Editings. Drei Versuche. Nervig. Aber ich hab's. Noch ein bisschen Monozyto G. Gönnt sie ja sonst nichts. Zyto Mega. Fassen sich Zyto Mega bei Händen, verbinden sich ihre Denkapparate zu einem Netzwerk und ihre Psycho-Powers werden verstärkt. Okay. Netzwerk klingt irgendwie weird. Was halt so ein Zellen-Pokémon? Ich finde die eigentlich cool. Ich mag Zyto Mega. Und wenn wir jetzt schon gefühlt alle beisammen haben, dann kann er auch noch ein Pokéball kommen. Ganz ehrlich. Wenn schon, denn schon. Mitodos. Mitose, ne? Das war irgendwie Zellteilung in Biologie. Ja, die haben alle was mit Zellen zu tun. Cooles Ding und so. Mitodos, das Zellteilungs-Pokémon, kommen beide helfen seines gespaltenen Denkapparats auf dieselbe Idee, entfesselt sich seine volle Kraft. Interessante Beschreibung auf jeden Fall. Doch, doch. Flop. Guck mal die drei schon mal. Aber das mit den 200 Pokémon und so, das wird nur lustig. Das wird nur lustig. Vor allem, die muss man merken, was wir gefangen haben und was nicht, ne? Na gut. Jetzt bin ich aus Versehen in Europe reingelaufen. Das wollte ich jetzt wirklich nicht. Auch wenn es mir keiner glaubt. Ja, dann nutzen wir doch die Gelegenheit und fangen auch noch Europe. Europe finde ich so hässlich. Aber Yugong finde ich wunderschön. Lustig, ne? Weil er so eine blöde Hackfresse hat und Yugong nicht. Weiß ich nicht, ey. Yugong, das Seehund-Pokémon. Je niedriger die Temperatur, desto wohler fühlt es sich. Er schwimmt vergnügt durch kalte Meere, auf denen Eisschollen sich treiben. Okay.
Jurob, ein OG im Pokémon-Business. Generation 1, genau wie Lapras auch. Lapras haben wir auch noch nicht. Ich dachte, ich habe schon Lapras. Oh, shit. Hättest du mal gefangen. Naja. Hier finden wir noch Whirlpool. Nett. Ich sage, erklimmen wir noch die... Oh, fuck. Ich habe ja jetzt so ein terra-kristallisiertes Pokémon. Tja. Leider zu spät, ne? Außer wir kriegen die Quest jetzt noch. Autokampf. Zack. Stelle eine TM her. How about no? Ne, ich denke, das Lapras wird Lapras bleiben. Sorry. Das wird nichts mit uns. Freund Nase. Wahrscheinlich, wenn wir uns so weit entfernen, die spawnt der Ehe. Von daher ist Lapras wahrscheinlich jetzt schon weg. Rip in Pepperonis. Ich hätte halt nur gefangen, wenn wir gerade so eine Quest hätten. Sonst wäre es zu anstrengend. Vor allem die Nata irgendwie Terra-Typ Bohnen oder sowas keiner haben möchte. Weiß man ja alles vorher nicht. Ist ja komplett random. Hier oben muss ja was sein. So schwer zu erklimmen. Richtig nervig. Und am Ende sieht man nur ein weiteres Zytomega. Toll. Als ob hier nichts ist. Na, geht doch. Drachenklaue. Okay. Hui. Oh, eine Höhle. Von wegen eine Höhle. Schlechte Grafik. Sah aus wie eine Höhle. Oh, ein Trainer. Den machen wir noch. Ah, ist ja schon wieder ein Competitive-Trainer. Na gut. Zeig mir, was du drauf hast, Kumpel. Habe ich dich nicht mal bei Enigma TV gesehen? Oh, noch so ein Simp von Enigmara. Der Hank. Geh dich erhängen. Oh nee, nicht Lederkin. Ich hasse gegen Lederkin zu kämpfen. Ach, der jetzt Wertewechsel auf Lederkin. Können wir Lederkin ganz schnell rausmachen? Der macht mir Angst. Der macht mir wirklich Angst. Alles auf Lederkin. Farbigel ist eh. Absolut ungefähr. Er hat einfach Olapon Signature Move, ist klar. Das bessere Schutzschild. Hälfte nur. War Kraftkoloss, müsste der Rest machen. Ich habe keine Lust, dass Lederking irgendwie Erdbeben oder so einen Scheiß macht. Das wäre eigentlich typisch jetzt gewesen. Er schützt sich, Lederking macht Erdbeben. Dann wartet Farbigel eine Runde, macht irgendwas anderes, dann wieder Schutzschild, Erdbeben. Absolut uncool, wirklich. Aber dem habe ich entgegengewirkt. Hi, Tia. Hatte, glaube ich, schlechte Verteidigungswerte. Das heißt, die Kraftkoloss kommen mir gelegen. Wir probieren jetzt mal mit einer Psychokinesis Farbigel zu besiegen. Das ist eigentlich nicht für hohe Werte bekannt. Von daher reicht es trotzdem nicht. Ui. Nerd. Oh, hat irgendwie eine Beere gegen Kampfattacken. Heizia hat auf Level 100 ja irgendwie 600 KP oder so. Ja, das ist ein Spaß für uns Familie, wirklich. Angriff vom Pippertron sinkt und er kriegt es, oder was? Ja. Der Lichtschild wird ja nichts bringen gegen die physischen Angriffe. Was ist das für eine komische, overpowered Fähigkeit? Von Fabio, ich check das halt gar nicht. Oh, halt die Rankenkeule. Ich wette, er schützt sich wieder selbst. Das heißt, wir gehen jetzt nur auf Heitera. Ja. Tour hat nur IQ. This girl is on fire. Das Problem ist, Heitera wird nicht sterben, weil Heitera mit Lichtschild unbeatable ist. Wenn Heitera jetzt weich einmacht, haben wir ein Problem. Aber das Eissturm, das macht eh keinen Schaden. Heitera ist erst Storli mit Toxin und Weichei und so ein Scheiß. Komprimator. Aber nicht irgendwie Eissturm oder so. Was soll das?
besiegen das halt hier. Frau Biege, 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 Biege. Reicht leider immer noch nicht. Ich hasse das scheiß wie ich. Krieg das einfach nicht weg. Ich war Farbjägel so gute Werte. Gut, dass er jetzt endlich mal vergiftet ist. Kann ich angehen. Seit wann ist Farbjägel gut? Seit wann? Sagt es mir. Kommt jetzt noch Scharnier mit diesem wunderschönen Item evoluiert. Und kotzig. Scharnier mit Evoluiert ist besser als Hythera. Actually. Wah! Ich bin so froh, dass der jetzt Gift hat. Er tankt sich die ganze Zeit. Boah, wie Stalli willst du sein? Ja. Oh, ist das nervig. Gut, dass der Toxin hat. Cool, ey. Eine Giftschwäche. Machen wir halt Gift. Machen wir halt Gift, ne? Ein stirbt Ogapon auch. Nee, lassen wir es lieber. Finde ich, dass Ogapon stirbt. Keine Lust. Krass. Ja, genau. Mach halt noch mehr Stall. Genau. Das Gute ist, dass Farbjägel halt jetzt Toxin hat. Giftkette ist sogar schweres Gift. Bedeutet, früher oder später wird er eh sterben. Toxin wird irgendwann so stark, dass es nicht mehr lustig ist. Und ich denke nicht, dass Farbigel gegen mein Team gewinnen kann. Wie? Das wird so nervig. H2O-Absorber hat er jetzt auf einmal, wollte mich verarschen oder so. Nee, hab ich, ne? Ich hab H2O-Absorber. Mit Ogapon, der hat scheinbar eine Wasserattacke oder so gemacht. I don't know. Das nervt mich nur mit Farbigel gerade. Kannst Lichtschild mal bitte aufhören? Nachlassen? Ich frage nur für eine Freundin. Ja, oder einfach Gruppengangbang. Das funktioniert natürlich auch. Farbigel, Biegel, Biegel. Farbigel. Hättest du mal von Darkrai Schlummerort geholt? Das wäre lustiger gewesen. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Du bist ein Enigma. Ist ja Enigmara-Fan, ey. Es gab da einen Stream von Enigma TV, der total viral gegangen ist. Auf TikTok, auf Insta und auf YouTube. Und da war jemand, der dir echt ähnlich sah. Ja, da das ist schon ein bisschen her, ne? War ich nur in den Kinderschuhen. Sah ich auch noch ganz anders aus und so. Also unser Charakter Jesse. Ich natürlich nicht. Ich verändere mich nicht mehr. Ich bin schon zu alt. Muss mich nur groß verändern. Okay, Dokai, Leute. Ich finde, wir haben das ganz gut abgesucht. Haben noch was ganz gut aus dem Part gemacht. Klar. Ich werde das Polarareal nochmal komplett erkunden. In diversen Bonusparts. Aber für heute soll es erstmal gewesen sein. Tja, und ihr wisst, was beim nächsten Mal auf uns wartet, ne? Jo, was geht? Wenn der jetzt verliert, möchte ich nicht wissen, wie der reagiert. Der wird jetzt komplett abspaßen dann. Vor dieser Situation habe ich ein bisschen Angst. Können wir nicht im Foto schießen noch? Schön, ganz cool. Ich habe zwar Finion schon mal fotografiert, aber pssst. So. Was habe ich gesagt mit Lapras? Ich gucke mal, ob das Lapras noch da ist. Sein muss, muss sein, Leute. Hui, da glänzt nämlich noch was. Wenn wir Glück haben, können wir noch Lapras daraus fahren. Yes. Yes, yes, yes! Okay, schon lange nicht mehr gegen Terra Crystallized Pokémon kämpft. Was hat er? Den Käfertyp. Ach komm, ey, wie cringe ist das denn? Lapras, das Käfer-Pokémon. Wer kennt's nicht, ne? K
kein Kommentar, wirklich. Lapras, das Käfer-Pokémon. Na gut, dann fangen wir mal. Lapras, das Käfer-Pokémon, ist halt Level 77. Das ist schon krass. Geht natürlich jetzt mit dem Flottball nicht. Sagen, du musst den Netzball machen. Der eine öde Wasser-Pokémon-Fangrad hat. Ja. Very nice. Wasser und Käfer, actually. Was denn, wenn ein Pokémon Wasserkäfer ist wie Aranesto? Ist er dann plötzlich ein Meisterball? Schreibt's in die Kommentare. Lapras, das Transport-Pokémon. Dieses intelligente Pokémon versteht die Sprache der Menschen und liebt es, mit ihnen auf dem Rücken übers Meer zu schwimmen. Ja, voll Orange-Inseln. Ash Ketchum aus Alabastia vom Anime. Da hat man das ja gemerkt. Wie Lapras seit von Team Rocket geschändet wurde, eben halt mit Ash und seinen Freunden kommuniziert. Richtig coole Folge. Falls ihr die kennt, ne, ihr wisst Bescheid. Cool. Gut, Leute. Ja. Wo sollen wir jetzt hin? Gut, ich fliege zum Zentralplatz. Ich möchte mal einmal... Oh, Hashtag Part überziehen, ne? Ich möchte mal einmal noch mal mit der Tante da reden. Die synchronisiert. Wir haben das ja jetzt ein paar Mal gemacht. Ob man das irgendwie noch pushen kann. Aber ich denke nicht. Ich denke leider nicht. Hier ist die einzige TM-Maschine. Immer die Stelle in DM mehr. Ja, ich habe auch Bock, immer zum Zentralplatz zu gehen, ne? So sehe ich aus, oder was? Ist irgendwie dumm. So, warte denn. Stand hier irgendwo außerhalb beim so einem Tor. Ich, Tor, kann mich leider nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, die war das. Benutzt auch schön die Synchromaschine. Wenn die L und Taste gedrückt hält, so eine R drückst, kannst du synchronisieren. Toll. Ich dachte, die verbessert das nur irgendwie. Da waren meine Erwartungen nur ein bisschen zu hoch. Okay. Gut, Leute, beim nächsten Mal geht die Action ab. Wir verwenden natürlich schön die Kitakami-Pokémon, um Salz in die Wunde zu streuen. Bei unserem Freund Jo. Der Fight aller Fights. Beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Es wird spannend. Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Und stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!